Für dich, ja. Dankeschön. Oh, Christin war da. Oh, das erste Geschenk für mich. Gut zu aufknoten. Ein Mütter, der gebracht. Freunde, das ist jetzt übrigens von mir. Von dir ein Geschenk? Von mir persönlich, ja. Was ist denn das? Ein Gutschein? Eine Karte? Noch irgendeine Karte? Oh. Oh, oh. 50 Euro von meinem Kind. Dankeschön, Schatz. Zeig's die Kamera. Konzentrieren kaufen für dich. Wow, 50 Euro. Cool. Dankeschön. So, weiter geht's mit der Mama. Ja, jetzt eine neue. Oh, Mensch. Weißt du noch was? Ja. No, das war schlimmer. Hey, cool. Einkaufsgutschein. Dankeschön, Mensch. Dankeschön, mein Schatz. Ja. Cool. Von wo ist der? H&M. H&M. Neue. Auch 50 Euro, du bist ja verrückt. Ist nicht und verkehrt. Und wir verdienen auch Schweinegeld. Ja. Das für die Bettina. Ja. Guck mal die Kamera. Was ja. Denn? Hast du überhaupt deinen Nikolaus gesehen von uns? Mach ruhig auf. Hast du den Nikolaus gekriegt von uns? Ja. Ja. Danke. Bitte. Oh. Oh. Danke, Mann. Wow. Hi. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Und das glitzert ja so. Ja. Ich weiß, was es ist. Du weißt, was es ist? Ein Nackeroll. Hast du eingepackt? Nein. Das üben wir noch. War ein Witz natürlich. Da hätte ich heute Stress gehabt, weil der hat ja die ganze Zeit
nichts gemacht? Hat heute angefangen einzufallen. Ei, Leon. Was? Ich war arbeiten. Ich war arbeiten. Das sind jetzt die neueste Ausrede. Ich hab heute auch erst euch. Oh, 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 wow. Ich hab schon mal dick wieder. Du bist ja wahnsinnig. Oh. Kleine. Das ist ja. Der ist Engelschnaps. Ja. Vielen Dank. Weltklasse, was ist das? Erdbeer? Oh, oh, sonst kriegst du von mir einen Kuss. Danke. Danke. Aber da trinken wir nachher einen, oder? Ja. Trinken wir einen? Ja. Ehrlich? Aber ja. Hier, das ist auf Kamera, ne? Das ist jetzt versprochen. Da trinken wir. Kannst du ja auch rausschneiden dann. Ja, nein, nein, jetzt ist es noch drauf. Vielen Dank. Ja, was alles. Ich bin der Erste. Ich will einfach die Brille aufziehen. Die Mama kriegt sie einfach raus. Oh. Achtung. Oh, das will stick an. Aber ehrlich. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Seid ihr irre. Yeah. Ihr seid doch irre. Das ist nicht euer Ernst, hallo, oder? Hallo? Ihr seid doch wahnsinnig! Das sind 400 Euro. Das sind 6.740. Ich habe keine Ahnung. Hast du? 5? 6? 6? Ja, wie viele sind das jetzt? 1. Es sind 6. 600? Ach, ihr seid doch irre. Ich sag dir jetzt was. Gibst du mir jetzt den Huni, kriegst du das? Dann tausch halt mich das auf Dina, die hat jetzt was. Frag ich, ob das 100 Euro wert ist. Das ist jetzt Deal or No Deal. Jetzt kann er tauschen, dann gibst du mir deine 100 Euro und kriegst du Deal or No Deal. Genau. Hä? Ja, nimmst du es jetzt an? Nimm's mir bitte aus der Hand, sonst verbrenne ich mir gleich die Finger. Hä? Wieso verbrennt? Weil es heiß wird. Wieso, wie das heißt? Hä? Ew! Jetzt muss ich mir die Hände wäschen. Zecke. Oh. Zecke. Und? EVO. Da ist was drin, da musst du, also da pass ich auf, wenn du auspackst, weil du sollst erst lesen und dann die Rückseite beachten. Ja? Das ist ein Sticker-Album. Oh Gott. Hey, jetzt ist interessant. Panini. Panini. Jetzt musst du lesen. Und jetzt steht auf. Den Umschlag aufmachen. Geh ein bisschen lauter, sonst hört man es nicht. Muss den Umschlag aufmachen! So schreien auch nicht. Heute noch! Heute noch! Hä? Das ist jetzt das, was du gemeint hast, oder was, Papa? Ja. Welche Richtung? Ja, du musst dich jetzt selbst gucken, Schatz. Geil, dass du das nicht was selber weißt. Papa hat es so gemacht. Das ist so. Das musst du jetzt zuerst lesen. Lesen. Unser kleiner, großer Schatz, wir sind unendlich stolz auf dich, was du in diesem Jahr gemeistert hast. Angefangen mit deiner sensationalen Präsentationsprüfung, deinen tollen Schulabschluss und noch wichtiger, die bestandene Probezeit bei der Deutschen Bahn. Ein Grund dafür, dir etwas ganz Besonderes zu schenken. Was kommt jetzt in der Scheiße? Dein großes Idol endlich einmal live zu sehen und bei seinem Comeback dabei zu sein. Was für ein Idol? Was für ein die Lochis oder was? Les mal weiter. Viel Spaß, das Ding des Jahres, wir lieben dich. Hä? Darf ich das mal rum? Langsam. Nee, langsam. Ich will die gar nicht. Auf jetzt. Wie, was heißt Comeback? Aber das ist nicht Backstage oder so, ne? Comeback? Wer hat ein Comeback? Raab! Yay! Yeah. Raab! Hey. Wie? Les ja, was? Out. Ach so, so heißt das eine Sendung. Ja. Ach, deswegen steht da das Ding des Jahres. Also, jetzt hab's kapiert. Stefan Raab live. 2 Tickets VIP. 18.10.18. Lanxess Arena Köln. Ja, Freunde, das war damit auch schon wieder unser Weihnachtsfest im Jahre 2017. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr denn so für Geschenke bekommen habt und vor allen Dingen, was ihr euren Eltern, Familien, Freunden etc. geschenkt habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Aber bevor ich das Video jetzt beende, möchte ich noch ganz kurz die Gewinner von meinem Gewinnspielpreis geben. Und zwar hatte einer bzw. eine von euch die Möglichkeit gehabt, eine 20 Euro PlayStation Store
Guthabenkarte zu gewinnen. Und zwar ist der glückliche Gewinner dieser Guthabenkarte der liebe Johannes_007 mit seinem Kommentar Hashtag PSN-Gutschein. Brauche unbedingt FIFA-Points, wir haben demnächst FIFA-Turnier. Wäre mega nice von dir, wenn ich gewinnen würde. PS, bester Mann. Vielen Dank, Johannes, für deinen netten Kommentar. Freut mich auf jeden Fall, dass dir meine Videos gefallen. Du bist jetzt der glückliche Gewinner dieser Store-Guthabenkarte. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem FIFA-Turnier. Gönn dir noch ein paar FIFA-Points. Bau dir dein Team aus, rassier deine Gegner ab. Du hast auf jeden Fall meine Unterstützung. Viel Glück und Spaß beim Turnier. Außerdem hatte einer bzw. eine die Möglichkeit, die Hashtag Zwilling18 live aus Zürich DVD zu gewinnen. Das Heimkonzert von Heike und Roman nochmal. Und zwar ist die glückliche Gewinnerin dieser DVD die liebe Marie Sophie Kuschelkuschel mit ihrem Kommentar. Hashtag Lochi DVD. Ich möchte die DVD, weil ich ein mega Lochinator bin. Ich würde mich so freuen, wenn ich die Lochi DVD gewinnen würde. Außerdem darfst du sie mir nicht kaufen und kannst du mich in einem deiner nächsten Videos grüßen. Ob ich dich in einem deiner nächsten Videos grüßen werde, weiß ich noch nicht. Ich grüße dich auf jeden Fall jetzt in diesem Video. Also, Grüße gehen raus an dich, liebe Marie. Du bist auf jeden Fall die glückliche Gewinnerin dieser Lochis DVD. Ich hoffe, du wirst damit eine Menge Spaß haben und ich bedanke mich auch bei dir für die Teilnahme. Außerdem hatten ja 5 Leute von euch die Möglichkeit, mich zu treffen und mit mir gemeinsam meinen 18. Geburtstag zu feiern. Auch hier fiel mir die Entscheidung bei den Gewinnern relativ schwer, aber letztendlich habe ich mich entschieden, für den lieben Prime spielt mit dem Kommentar Hashtag PSN-Gutschein, weil ich mir so gerne Rocket League kaufen möchte und nebenbei Hashtag geiles Zimmer und natürlich Hashtag Meet & Greet, weil ich sehr gerne kennenlernen würde, weil du einfach einer der besten YouTuber weltweit bist. Danke für deine Videos und Hashtag frohe Weihnachten schon mal. Vielen Dank Prime für dein nettes Kommentar, freut mich mega, dass du so hinter mir stehst und geiles Zimmer. Borussia Dortmund bleibt für immer in meinem Herzen, genauso wie ihr, für meine geile Community, die so krass hinter mir steht und so Kommentare abliefert. Freut mich einfach mega. Vielen Dank für euren Support an dieser Stelle. Du bist auf jeden Fall einer der Meet & Greet Gewinner und ich hoffe, dass du dich genauso sehr wie ich auf diese richtig geile Zeit freust. Außerdem gewonnen hat die liebe Silvia Brodernack mit dem Kommentar Hashtag LochiDVD oder Hashtag Meet & Greet. Also ich würde mich auf beides freuen, weil ich die Lochis über alles liebe, aber meine Mutter hat richtig krass was gegen Heike und Roman, was ich nicht verstehe, aber ich akzeptiere es. Ich würde aber auch gerne mit dir deinen 18. Geburtstag feiern, weil ich einfach ein paar Fragen an dich habe. Wie zum Beispiel, warum du die Lochis magst und solche Fragen. Halt. Ich würde mich auf jeden Fall für eins von den beiden Dingen bei der Verlosung freuen, aber deine Entscheidung. Hab noch einen schönen Abend. Auch an dich vielen Dank für dein nettes Kommentar. Auch du hast dieses Meet & Greet gewonnen und hoffe, dass auch du dich auf diese Zeit freuen wirst. Außerdem gewonnen hat der liebe ZZ mit dem Kommentar, ich würde mich über das Treffen mit dir mehr freuen als über 10 Millionen Euro. Und Freunde, ganz ehrlich, wenn man so einen Kommentar abgibt, dann denke ich mir einfach nur, okay, da muss ich ja richtig gute Videos machen, wenn ihr so einen Kommentar hinterlässt. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich die besten Videos mache, aber euch scheint die zu gefallen, sonst würdet ihr nicht so Kommentare schreiben und das freut mich, dass ihr so hinter mir steht. Also vielen Dank auch an dich, ZZ, ein sehr kurzes, knappes und nettes Kommentar. Auch du bist auf jeden Fall bei meinem 18. Geburtstag mit dabei. Und der vorletzte Gewinner ist der liebe Chonorax mit seinem Kommentar. Hi, ich möchte die PSN-Karte gewinnen, weil ich mir COD-Points kaufen möchte. Ich möchte auch gerne die Lochis-DVD gewinnen, weil ich ein großer Lochinator bin. Und ich möchte das Meer an Screen gewinnen. Ich hoffe oder denke, dass du jetzt Meet & Greet meintest. Gewinnen, weil ich mich mit dir sehr, sehr gerne treffen würde. Und ich habe so viele Fragen an dich, also wünsch mir alle Glück. Hashtag, ich will gewinnen. Keine Sorge, lieber Chonorax, auch du bist der Gewinner des Meet & Greets. Und der letzte Gewinner ist der liebe Leon von Schnitzel, 101% saftig. Erstmal Props an deinen Namen, ich feier den mega heftig. Immer wenn ich dich in dem Livestream sehe, ich feier diesen Namen übertrieben. Ich weiß nicht wieso, aber er ist einfach richtig geil. Und er hat gewonnen mit dem Kommentar Hashtag PSN-Gutschein. Finde solche Verlosungen richtig korrekt von dir. Wäre nett, wenn jemand anderes bekommen würde. Ist auch bei der Lochi-DVD so. Ja, okay, ich hab sie ja schon. Und freue mich für dich, dass du bald 18 wirst. Ich schaue dich seit Autoball. Wäre geil, wenn ich mitfeiern könnte. Erstmal krass, dass du mich schon so lange schaust. Denn ich glaube, Autoball ist jetzt schon fast 10 Monate her. Das heißt, du guckst mich fast seit einem Jahr. Du hast jetzt schon viele Ahnung von meinem Kanal. Du kennst mich jetzt schon relativ gut. Auch was ich mega korrekt von dir fand, ist, dass du einfach die Lochi-DVD und das PSN-Guthaben jemand anderen gönnst und darauf verzichtest. Fand ich auf jeden Fall richtig, richtig korrekt von dir. Und dass du dann lieber nur das Meet & Greet gewinnen willst, wie einer, der alles drei gewinnen möchte. Das hat mich davon überzeugt, dich als meinen letzten Gewinner bei meiner Feier einzuladen. Denn so Aktionen feiere ich einfach richtig.
Ja, wie gesagt, auch du bist jetzt bei meinem 18. Geburtstag dabei. Ich hoffe, dass ihr fünf euch sehr über diesen Tag freut. Ich freue mich auch schon mega, euch mal kennenzulernen und einfach mal zu wissen, wer steckt denn hinter diesem Profilbild überhaupt. Das heißt, ich freue mich mega auf diese Zeit. Und Freunde, nicht vergessen, jeder, der jetzt etwas gewonnen hat, hat ab jetzt, wo das Video online ist, genau 24 Stunden Zeit, mir eine Nachricht zu schicken, damit ich sehe, dass derjenige es gelesen hat, egal ob auf Instagram, WhatsApp oder in die Kommentare. Und wenn ihr euch innerhalb von 24 Stunden meldet, gehört der Gewinn euch. Solltet ihr euch danach melden, werde ich nochmal einen neuen Gewinner auslosen. Ihr habt 24 Stunden Zeit, euch bei mir zu melden. Entweder meldet euch innerhalb von 24 Stunden oder es kommt ein neuer Gewinner. Das sage ich jetzt klar. 24 Stunden habt ihr Zeit, um der Gewinner zu sein. An dieser Stelle auch nochmal Glückwunsch an alle Leute, die jetzt etwas gewonnen haben und für alle, die jetzt nicht gewonnen haben. Ich werde wahrscheinlich auch noch öfter Gewinnspiele machen, also schaut auf meinem Kanal öfter vorbei, dann verpasst ihr keine Gewinnspiele mehr und vielleicht seid ihr dann beim nächsten Mal einer der Gewinner. Und an dieser Stelle will ich jetzt gar nicht mehr so viel labern, außer ich habe fertig. Hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit gehabt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.